Jo, Kinder. Geht übrigens weiter. Und ich habe jetzt gerade mal die Gasmaske abgesetzt. Ist mir so aufgefallen, dass man die nicht die ganze Zeit aufhaben muss, weil die geht ja eigentlich nur kaputt dabei. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier hin. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir dahin müssen. Okay, der zuckt nicht mehr. Ich hätte jetzt eigentlich darauf gewettet, dass er das tut, aber offensichtlich ja nicht. Naja. Wir kommen nicht weiter. Tagebuch, vielleicht finde ich da ja mal was. Banditen, Regina. Die Regina! Ich hab die Regina nicht einge... Oh Gott. Scheiß auf die Regina, ey. Wow! Oh, abgesehen von, oh, warte mal, die sind... Okay, ich habe also schon ein paar einfach mal übersehen. Ich. Index Coop? Na, ist uninteressant. Tja, Kinder, ihr seht mich jetzt gerade ratlos. Das ist halt das Problem, wenn man blind spielt. Sowas kann dann mal passieren. Ich fahre jetzt mal einfach zurück. In der Hoffnung, dass ich die zu diesem Typen bringen sollte. Und setze erstmal ganz schnell die Gasmaske wieder auf, weil gleich kommt ja wieder dieses, dieses atomar verseuchte Gedöns da. Dauert natürlich noch ein bisschen. Erstmal kommen dann wieder diese Züge, oder was das hier war. Ja, genau. Ist aber auch ganz schön. Unser Wägelchen quietscht auch gar nicht oder so. Naja, was soll's. Besser als zu Fuß, ne? Sind wir auch noch ein bisschen geschützt. Also viel angesprungen kommt. Da sind ja so ein paar Stechelchen. Mögen die bestimmt auch nicht so doll. Habt ihr das gerade auch gesehen? Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Oh, das war jetzt gerade aber tierisch unteilt, ey. So, Chef. Als Feed bei dir. Ich hätte da mal eine Frage an dich. Und zwar, hast du mal Stoff? Ich brauche Stoff. Kacke, Kinders, ey. Ich glaube, ich muss gleich mal wo reingucken, wenn es so weitergeht. Kann doch nicht sein, ey. Da kommen wir auf jeden Fall nicht so unbedingt weiter. Und da bin ich hergekommen. Da will ich auch nicht hin. Es gibt aber jetzt hier auch gerade gar keinen Indikator, wo es denn hier vielleicht mal ein bisschen weitergehen soll. Was denn das denn? Was ist das dann? Was ist das denn hier? Wieso ist da hinten Ende? Und was schwebt da rum? Wieso schwebt da so ein Wagen rum? Hat da irgendjemand nicht aufgepasst beim Programmieren? So, warum liegst du denn eigentlich da so rum? Wow, warm. Ja. Offensichtlich müssen wir doch wieder zurück in die andere Richtung, wieder mal durch das Giftgas und das, dieses verseuchte Atommüllendlager, ja, waren wir hier schon?
oh ja, der ist tot und der auch, also waren wir hier schon. Oder die haben sich einfach gegenseitig mal ein bisschen bekriegt, kann ja auch sein. Naja. Naja, wissen wir doch schon. Was ist eigentlich, wenn ich hier schieße? Da passiert nichts. Boah, da gab's gerade schon wieder so lustige Fluckis, ey. Boah, das ist gar nicht witzig. Also nicht so witzig, wie ihr das jetzt wahrscheinlich findet, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen vorgeschädigt seit dem SCP Dingenskirchen. Weak, weak, weak. Weak, weak, weak. Boah, da muss dringend mal ein bisschen WD-40 dran, glaube ich, ey. Naja. So, in welche Richtung wollen wir denn jetzt, bitte? Ich glaube, wir wollen tatsächlich in diese Richtung. Gut, ich glaube, wir wollen nicht, aber wir müssen. So. Ich möchte da hinten jetzt nicht unbedingt gegenfahren. Es muss doch hier irgendwo... Hier irgendwo muss es doch mal... ist ein bisschen sehr alle gewesen, würde ich sagen. Mal weitergehen. Hallo? Weil das ist ja jetzt schon die zweite Folge oder so. Habe ich hier irgendwo... Nee, der ist doch hier geflüchtet, oder? Oder ich habe da so nicht aufgepasst, ey. Scheiße. Also eins sage ich euch. Ich mache die Folge jetzt noch bis zu Ende. Bis zu 12 Minuten. Aber danach gehe ich eiskalt ganz kurz gucken. Weil das wird echt hart scheiße für euch jetzt. Zwei Folgen lang nur blöd rumgelaufen. Zwei Tage für einen Sack, sag ich jetzt einfach mal. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, was gibt's hier eigentlich leckere Sachen? Ja, sieht aus, als ob da irgendwie Fische drin rumschwimmen oder so. Nur, da ist einfach kein Boden drin. Man sieht das Feuer da unten durchflackern. Deutlich schlecht. Ich meine, sah schon interessant aus, aber schlecht. Weil Feuer flackert normalerweise nicht durch den... Topfboden durch. Zumindest ist das nicht bei meinen Töpfen so der Fall. Wenn ihr welche habt, die, bei denen das so ist, dann glaube ich euch das einfach mal nicht. So, jetzt sind wir wieder schon einmal im Kreis gelaufen und sind noch nicht weiter. Wahrscheinlich ist hier irgendwo an der Wand ein Hebel und ich habe ihn einfach die ganze Zeit übersehen. Wie zum Beispiel in diesem Safe. Der... Wo was mit Hochspannung dran steht. Hochspannung hat doch bestimmt irgendwas mit dieser Falle da zu tun, oder? Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Oh, Jungs. Ich will weiter. Na, nun rein logisch betrachtet muss das schon, wenn, irgendwo hier sein, weil ungefähr auf dieser Höhe, glaube ich, ist schon das Tor. Oder diese komische Mobfalle da, wo der, wie hieß das Tierchen noch gleich? Ich habe keine Ahnung, wie sie hießen. Ja, das hier ist auf jeden Fall nochmal ein Tor, das sie schließen können. Ach, dafür ist wahrscheinlich dieser... Ich meine, irgendwo was zu hören. Ich kann das jetzt gerade aber echt nicht einstufen, woher das kommt. Abgesehen davon, dass das jetzt gerade zumindest bei mir auf den Ohren tierisch gruselig sich anhört. Deswegen steige ich mal eben kurz hier wieder ein. Mach mal das Licht an, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und mach mal eben
Ja, die ist ja sowieso vorbei, die Folge gerade. Trifft sich ja gut. Dann werfe ich mal ganz kurz einen Blick in die Komplettlösung um. Ja, dann geht's jetzt gleich einfach im nächsten Part weiter. Dann weiß ich wenigstens, wo wir hin müssen. Okay, alles klärchen.